Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hallöchen, meine Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu dem Action Live Haul. Ja, wir schauen mal, was es dort Schönes gibt. Und ich hoffe, es wird ein schönes Video auf jeden Fall. Also schön, dass du eingeschaltet hast und bleibt dran. So, was haben wir hier? Kirche. Hochdruckreiniger ist das. 1400 Watt. 64,95. Ein Stuhl für 45 Euro. Ne, 49,95. Was gibt es hier? Chili. Hier gibt es Gurken. Interessant. Hier, Leonie, ich will mal ausprobieren. Was gibt es noch? Es gibt nur Chili und nur Gurken. 1,44. Das ist ja mega. Das ist ein kleines Gewächshaus. $2,97. Das ist auch Chili. Aber schon schön. So. Was ist das? Schweberegal. Wow, das ist, achso, das ist so ein weißes einfach. Weißes cool. Malbücher. 1,49. Wie süß. Wie süß. Guck mal, so ein Leonie. 3,99 nur. Wow. Karnevalstrümpfe. Tücher. Die habe ich, solche Geschirrtücher. Sind nicht schlecht. Hat mir die Schwiegermutter gekauft. Die sind wiederum, die sind schlecht. Die saugen das Wasser gar nicht rein. Oh, guck mal, was für ein Set hier. 4,95. Hast du hier alles in einem. Das ist ja eine coole Sache. Ja, das ist für 82 Cent, solche zum Geschirrreinigen, ne? 10 Stück. Die sind auch gut. Habe ich auch aber noch genug zu Hause. Da wolltest du solche Hausschuhe? Nein. Die sind cool. Ein bisschen anders. Sehen bequem auch aus. 4,95. Zahnpasten habe ich. Die ist gerade gefallen. Sie wäre gerade gefallen, Leonie. Doch, doch, sie hat sich wehgetan. Schuhe, Sportschuhe. Sehen auch gar nicht so schlecht aus, finde ich zum Beispiel. Männerschuhe. So für zu Hause geht, kann man. 19,90. Anna singt ihr Liedchen. Tablettchen. Warte. Oh, verschiedene Bild, Dings. Wie heißen die? Karten. Ja, aber total süß. So an sich. Für so eine Disney.
Karte. Gibt es hier noch verschiedene, ne? Ach, das sind mit Musik, Leonie. Die kosten 4,95. Sollte ein bisschen Boden sein, aber das war nicht mehr. Auch schön so organisiert, Körbchen. Wobei diese hier für 79 finde ich schöner. Staubsauger. Wenn die saugen, weiß man nicht, ne? Und sie gut saugen. Vakuumbeutel. Vakuumbeutel. Also das ist so eine Fuselrolle, ne? Haarrolle. Die Schwämme sind cool, oder? Geschirr ist schon klasse, ja. Mir gefällt dieses Weiße da, oder das Schwarze. Das sind eigentlich auch nur 99 Cent. Aber kommt gut die Summe raus, weil man braucht ja schon mindestens so 20 Personen. 20 Teller pro Set, also für mich ist es zumindest so. So schön. Wie süß ist das denn? 1,59. Kerzen. Ja, Schatz. Das ist Dali. Hier waren diese Dienerkerzen. Hier waren diese Bubble-Kerzen, aber ein Dings, Batterie. Irgendwo. Habe ich im TikTok gesehen. Ja, sieht schön aus. Die vergammeln nicht. Ja, die werden nicht schlecht. Die bleiben einfach stehen, das sieht schön aus. Ich brauche auch für unser Balkon etwas, weil meine Blumen eigentlich immer kaputt gehen. Die sind auch süß, die Sträuße. So, ich habe diese Bubble-Kerze gefunden, die mit LED ist, also mit Batterien. Die fühlt sich auch an wie eine echte Kerze vom Stoff her. 1,57 und da gibt es auch in Schwarz. Genau. Aber die sehen echt cool aus, wie echt. Türstopper hätte ich mir in die Wohnung für welche bestellt. Türstopper? Boah, die in Schwarz sieht schön aus. Servierpfanne oder Schale. Wie süß ist das denn? Ui, Eimer Edelstahl. So kleine Aschenbecher. Die sind schön. Die sind schön, ja. Ja, den habe ich geschneidet.
viel mehr als so einen habe ich. Der ist echt richtig gut. Und die hier sind gut. Die hier, die haben wir beim Temo bestellt. Die sind so gut vom Stoff her. Oh. Ja gut, die sind ähnlich, diesen Stoff. Pfannen. Ich will mir so eins, glaube ich. Besser. Ist schwer. Die wird bestimmt nicht schlecht sein. Wenn man groß wird, dann interessiert man sich langsam für Pfannen, ne? Oh, das ist süß. Sowas, das ist eigentlich Soßen oder Milch, ne? Aber das hätte ich für Anna. Sie hat zwar eins, muss ich demnächst für Anna holen. Jetzt muss ich jetzt mal auf meine Ausgaben aufpassen. Ein bisschen im Griff halten. Aber 3,99 ist gut. Ja, Anna? Ja, so eine, ja, Bratpfanne. Bratpfanne? Ja, ich mag sowas hier. Ich wollte auch gerade sagen. Den habe ich den groß. Die sind gut von Stoff her. Und halten ewig, also wirklich ewig. So auf, ich finde die so schön. Wow, so Gartenzeugs, ne? Garten brauchst du bei mir nicht anfangen. Warum? Ich hasse das. So günstig. Übrigens, ich brauche einen, glaube ich, ne? Topf. Für zu Hause, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob der passt. Ich muss erstmal abmessen. Das haben wir schon gesehen gehabt, gell? So dieses ganze Gartenzeugs. Smile, wie schön das Schild ist. Ja, mein Schatz. Wow, sind die Tierchen süß, gell? Sind die Tierchen süß? Pinguin. Hier sind die kleineren. Die sind so süß. Aktion. Jetzt nichts Besonderes, ne? Garten. Garten, 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 Garten. Stühle, Tische. Wo gehst du hin? Wow. Oh, das ist schwer sogar. So ein Rahmen mit Glas. 2,99. Schön, schick. Wow. Oh, so ein Regal ist auch schön. 6,95. Die Kerzen sind cool. Stück 42, ne? Ist nicht schlecht. Oh, die sind auch schön, die Zweige. Blütenzweig, blühende. So viele Spiele, so schöne Gesellschaftsspiele auch, ne? So ein Bingo. Paw Patrol und Peppa Pig.
Alkohol. Mhm. Die sind echt schön. Die zwei Häschen. Stitch! Stitch! Oh mein Gott, wie süß. Scheiße. Die alle drei. Stimmt, aber ist der rote Stitch der böse, oder? Ich hab keine Ahnung. Jetzt wird der süß. So, was haben wir hier? Happy Birthday. Oh, mit 8 Ballons. So ein Set. Nicht schlecht. 1,29. So ein Bad. Tattoos. Guck mal, hier sind so Gesichter, Tattoos oder Aufkleber ist das. Stickers sind das. Ja, Schatz. Was ist das? So eine Pistole? Ach so, mit so Folienballon, Konfettipistolen. Voll cool. 3 Stück ist irgendwie hier was. 58 Cent nur. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Schmuck. Stiel. Das ist ein echtes. Nee, aber so günstig kann er hier nicht kosten, ne? Obwohl Edelstahl vergoldet. 1,99. Edelstahl Ohrringe auch. Leonie? Guck mal. So, dann gehen wir so langsam Richtung Kasse. Hier habe ich jetzt nichts Großartiges Neues entdeckt. Dann gehen wir bezahlen. Ja. Gehen wir zur Kasse. Valentinstag ist ja noch aufgebaut. Wurde mal ein bisschen voll gemacht hier. Du schenkst mir was zum Valentinstag, oder? Ich schenk dir was zum Valentinstag. Ja, klar. Genau ich. Dann würde ich mal sagen, wir gehen raus, ne? Heute kommt das Video ein bisschen später raus. Was guckst du nach dem Kuchen? 3 Etagen. 3 Etagen, ich glaube, das ist nur auf dem Bild 3 Etagen. So, Hallöchen. Ja, ich hoffe doch, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich über die Däumchen nach oben, über die Kommentare. Und du darfst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo schenken. Es wäre echt sehr, sehr schön. Super, ich hätte mich darüber gefreut. Und ja, ich hoffe zuerst natürlich auf jeden Fall, dass das Video dir gefallen hat. Ja, ich habe jetzt versucht, wie gesagt, zu filmen. Ich kam da nicht so ganz zurecht, weil es so voll war. Ich bin heute auch
weil ich nicht früher fahren konnte, erst jetzt fahren konnte. Es ist natürlich so voll und die Mitarbeiter und alle, ne, die haben schon so geguckt und ich denke, Xenia, film schnell und ne, das mögen die ja nicht. Also ich darf schon, aber das ist ja trotzdem, ne, ist man so angespannt auch, weil eben so viele Kunden da sind. Ja, Action ist mein Lieblingsladen, das bleibt auch so und er hat einfach coole Sachen, schöne Sachen. Ich kaufe da immer wieder ein. Wir haben jetzt unter 10 Euro was eingekauft. Wir haben eine Kuchenspringform gekauft, also eine Kuchenform rund. Dann haben wir diesen Regenbogenkuchen geholt. Habe ich diese Pflanze mit Gurken geholt. Und wir haben was? Dieses mit Eier bemalen für die Anna. Haben wir das geholt. 8 Euro, irgendwas hat es gekostet. Genau. Viel haben wir nicht ausgegeben. Ist auch gut so. Ich muss mich, wie gesagt, zusammenreißen und zusammenhalten, nicht viel Geld ausgeben, weil ich ja eigentlich in Sparmodus bin. Deshalb nichts Unnötiges kaufen. Ja, so. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich wünsche euch weiterhin einen schönen Mittwoch. Es tut mir wirklich leid, dass das Video für euch heute später rauskommt. Ja, die Xenia hat nicht geschafft. Also, ich bin auch bloß nur ein Mensch und ich habe hier eine ganz, ganz liebe Community, wirklich. Ihr seid so Herzensmenschen und ihr seid immer so, so lieb und sagt zu mir, ja Xenia, wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Und wenn ein Video fehlt, dann fehlt ein Video. Wir bleiben treu und dafür einfach Dankeschön, großen, großen Dankeschön an euch. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ja, und deshalb habe ich euch alle sehr lieb. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, sage ich hiermit piep, 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 ich habe euch lieb und bis morgen, bis zum neuen Video. Danke, Xenia.